Servus Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video. Falls einer fragt, ja, ich habe das Headset nicht auf, aber das Mikrofon hier ist mein Headset-Mikrofon. Nur mal so. Warum ich so spreche und nicht wie sonst, gerade mit Headset auf, liegt einfach daran, dass es schon wieder nachts ist. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie komme ich immer nur nachts auf die Idee, Videos zu machen. Ganz komisch. Weil ich mich dann aber nicht hören kann. Also nicht selber, weiß ich auch nicht, wie laut ich dann halt rede. Also okay, ich kann mich schon selber hören, aber ich weiß ja nicht, wie laut ich halt bin. Es wäre nicht so gut, wenn ich dann nachts irgendwie schreie. Nee. Weil wenn ich sonst nachts schreie, kommen sonst die blöden Nachbarn runter und beschweren sich. Naja. Aber okay, in diesem Video soll es nicht darum gehen, sondern es ist mal wieder ein Meinungsvideo. Denn dieses Mal werde ich meine Meinung, erstmal der Satz bilden. Also es geht dieses Mal eher um etwas, was nicht vorhanden ist, aber meiner Meinung nach gemacht werden sollte. Ich meine, ihr kennt ja alle WhatsApp, ne? Und da ist mir was aufgefallen. Seit längerer Zeit. Schon seit längerem, eher gesagt. Denn ich habe das Problem, dass ich immer wieder zum Beispiel angerufen werde. Und das Problem ist, manche verstehen es nicht, wenn man nicht möchte, und die rufen dann 10.000 Mal hintereinander an. Und das Ding ist, ich wünschte, man könnte das ausschalten. Dass man eben zum Beispiel nicht angerufen werden kann. Oder zum Beispiel nur von bestimmten Kontakten. Ja. Das fände ich nämlich gut, weil dann könnte ich, hätte ich so, ja, viel weniger Probleme. Das Einzige, was man nämlich zurzeit machen könnte, ist, diese Person blockieren. Das ist aber nicht so gut, weil, naja, dann müsstest du diese Person ständig blockieren, wenn sie dich anruft. Und sowas kann zum Beispiel dann Freundschaften zerstören. Stell dir vor, du bist mit jemandem befreundet und der ruft dich dann aber ständig an. Dann musst du dir ja dann nach dem bisherigen Prinzip blockieren. Und dann kann es passieren, dass ihr nicht mehr befreundet seid. Und ich fände es toll, wenn man das nämlich ändern würde. Ich meine, es geht ja anscheinend, dass man zum Beispiel irgendwie nicht mehr in Gruppen hinzugefügt werden kann. Oder zum Beispiel, dass man auch nur den Status von bestimmten Leuten sehen kann, oder das Profilbild oder sogar der Online-Status. Warum geht es dann nicht mit Anrufen? Also, zumindest nicht, dass ich wüsste. Ich meine, wenn es diese Funktion doch gibt, dann schreibt es in die Kommentare und belehrt mich eines Besseren. Aber nicht, dass ich wüsste, gibt es diese Funktion. Also ich habe nichts wirklich davon gehört, dass es irgendwie eingeführt wurde. Naja. Sollten es aber mal, weil das besser ist. Allein wenn man bedenkt, in WhatsApp ist es ja so, dass es solche auch WhatsApp-Gruppen und so gibt, und da kann es mal so schnell passieren, dass dann irgendwelche Leute, fremden Leute, die solche auch anrufen. Oder was auch immer. Und, naja, also es wäre eben toll, wenn man Anrufe blockieren könnte. Also nicht gleich die Kontakte, sondern die Anrufe. Weil, ja. Auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann abonniert diesen Kanal und drückt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.